Herzlich willkommen beim Google Hangout von Spielverlagerung.de zur WM-Auslosung. René Maric und ich haben uns hier spontan zusammengefunden und werden ein bisschen labern über diese WM-Auslosung. Hallo. Ich werde jetzt erstmal die Links posten, schnell auf Facebook und auf Twitter. Ich sehe die Auslosung im Hintergrund. Also wenn ich mich umdrehe, nicht wundern, das liegt daran, dass der Fernseher hinter mir steht. Aber momentan labert, wird eh noch gelabert und das Prozedere wahrscheinlich erstmal noch eine halbe Stunde lang erklärt. Also wir melden uns in einer halben Stunde wieder, wenn es dann wirklich losgeht. René, wie sehr freust du dich auf diese Auslosung? Ja. Ich bin nicht so der Typ, der irgendwelchen Auslosungen entgegenfiebert, aber wenn man schon nichts zu tun hat, kann man sich's mal ansehen, ne? Das ist wahr. Ich bin ein großer Auslosungsfan. Ich liebe auch diese ganzen Regularien und sowas. Was Das ich war nie ein. verstehen werde, du und Tim habt ja wie wahnsinnig diskutiert, was passiert, wenn diese Art zu setzen genommen wird, bla bla bla. Also kannst du mich jetzt schön aufklären, was passiert denn jetzt? Das kann ich machen, ja. Das ist Weil cool. ich muss immer mal wieder gucken, ob es da dann nicht tatsächlich losgeht, aber ich, nach meiner Erfahrung mit mit Auslosungen, dauert es mal ein bisschen, bis das wirklich losgeht. Wir haben ja jetzt schon es geschafft, die ganzen 50 Minuten, die sie verbracht haben mit komischer Musik und komischen Tänzen zu überspringen. Ja. Jetzt werden nämlich noch die ganzen Assistenten vorgestellt, die alle bei der Auslosung dabei sind. Loda soll heute auch noch mal irgendwann kommen. Ich glaube, Cafu ist noch dabei und noch ein paar andere Großen des Spiels. Pelé hat es abgelehnt auszulosen, weil er möchte nicht verantwortlich sein, wenn Deutschland eine schlechte Gruppe bekommt. Ja, das habe ich gehört, das fand ich cute. Ronaldo wird seine Stelle übernehmen, oder? Oder nicht? Ich glaube, Cafu ist da aus Brasilianer. Okay, Ronaldo war doch auch. Ich habe jetzt irgendwo ein Bild gesehen auf Twitter Das oder kann so von sein, ihm. also. Ja, sonst. Also haben die noch nicht mal angefangen. Nee, sie erklären jetzt, wer alles da auslost und was alles passieren kann. Auch wenn es im Fernsehen wahrscheinlich schon tot besprochen wurde. Das Prozedere der Auslosung hat jetzt wahrscheinlich auch jeder mitbekommen. Zuallererst wird aus Gruppe 4 ein Europäer gezogen. Der wird dann in den Top 2 gepackt und einem der südamerikanischen Gruppenköpfe zugelost. Klingt kompliziert, ist in der Praxis sehr einfach, kann aber dazu führen, dass diese Auslosung sehr unberechenbar ist. Es kann sein, dass aus Top 4, was weiß ich, Bosnien-Herzegowina gezogen wird und dann zu Brasilien. Das ist dann, glaube ich, nicht so schlimm. Kann aber auch passieren, dass die Niederlande dann zu Brasilien müssen und dann noch Italien dazukommen. Aber ich glaube, diese Gedankenspiele hat jetzt mittlerweile auch jeder gehört oder gelesen. Wobei man Bosnien nicht unterschätzen darf, also da müsste es eigentlich schwächere Mannschaften geben, die man bekommen kann. Das stimmt, ja. Mir ist jetzt gerade spontan noch keiner eingefallen. Wärst du Ja. noch schwächer als Bosnien? Ja, du hast Italien gesagt. Naja. Griechenland finde ich schwächer. Griechenland stimmt, ja. Griechenland, Russland habe ich jetzt auch keinen so positiven Eindruck gehabt bei der Qualifikation. Ja, aber das war es dann auch schon so in etwa. Ja. Na, So, stimmt ich auch die, ne? hoffe, dass wir jetzt die ersten Zuschauer haben. Hier steht es auch, neun Zuschauer. Wir sind sehr dankbar, dass ihr unserem Gelabere zuhören wollt. Bin schon ein Ich werde bisschen den. verliebt, muss ich sagen. Verliebt in wen? Verlegen. Ach so, Verliebt verlegen. vielleicht auch, aber verlegen bin ich. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass unsere Zuschauer sich mit uns in Kontakt setzen? Geht nur auf Spielverlagerung, wenn die irgendwo kommentieren, oder? Sie können beim Facebook kommentieren, bei Ah, stimmt. Hast du auch Twitter gepostet. tatsächlich auch. Und ich glaube, es gibt auch eine Kommentarfunktion beim YouTube-Video. Also wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie da stellen. Es sind noch ein paar Sachen, kleinere Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe hier, um die Wieso Zeit hast du denn auf totzuschlagen. Facebook keinen Link dazu getan, oder wie sieht man das dann? Oh, habe ich das auf Facebook keinen Link dazu getan? Da steht live zur Wehrmeisterung findet zu Hangout statt, aber da ist kein Link dabei. Das ist der Professionalität, die wir kennen und lieben. Von Spielverlagerung.
Ich wollte gerade gucken, ob vielleicht schon einer der ominösen 9 Zuschauer kommentiert hat, aber da ist mir aufgefallen, da ist kein Link. Und da war ich ein bisschen verwirrt, wie man dann zum Hangout kommt. Aber ich mache das auch nicht oft, also nie. Ich habe den Link jetzt in einen neuen Beitrag gepostet. Gut. Ich kann es dann auch mehr als 9. Halt nochmal löschen. So, jetzt müsste es gehen, hoffentlich. Sonst müssten wir auch gleich mehr als 9 Zuhörer haben. Was ich noch sagen wollte, es gibt noch so... Wir haben ja über 22.000 Fans auf Facebook. Ja. Tja, wir sind euch allen sehr dankbar. Danke, Post, Freddy. Was mir auch aufgefallen ist, als ich mal geguckt habe, es gibt auch Gruppen, sagen wir, da ist das mit der Logistik einfacher. Es gibt Gruppen, wo es etwas schwerer ist. Das ist auch ein Punkt, den man sich nochmal angucken könnte, sicherlich. Zum Beispiel Belo Horizonte, Brasilia, Cuiabá. Ich glaube, das sind alle Städte, die nicht so nah beieinander liegen, wenn ich da nicht Unrecht habe. Im Blick auf die deutsche Mannschaft, da wurde ja schon gesagt, dass man ein Quartier in Sao Paulo im Blick hat. Da wäre dann vielleicht sowas wie die Gruppe H mit Belo Horizonte, Rio und Sao Paulo als Spielort ganz interessant. Da werden wir aber dann auch darauf eingehen, wenn es dann gezogen wird. Ich glaube, so gibt es da irgendwelche Gruppen, wo man dann deswegen Nachteile bekommen könnte, weil man sehr viel reisen muss, also eine ganz bestimmte Gruppe. Ich weiß es nicht, also ich bin auch da noch nie in Brasilien gewesen, ich kann das immer gar nicht so einschätzen, aber wenn man guckt, zum Beispiel ein Spiel, dass man dann plötzlich ganz in Cuiabá ganz drin in den Tropen hat und dann das nächste dann wenn man dann noch ein Spiel in Brasilien hat, okay, das ist dann gar nicht so weit weg, aber es sind schon dann andere Umstände auf jeden Fall. Also sagen wir so, diese Werben wird alles abverlangen von den Spielern. Ja. Ich fand das auch beim Confed Cup tatsächlich zum ersten Mal auffällig, auch als Taktikanalyst, dass da noch abgebaut wurde am Ende. Gerade diese ein, zwei Spiele, die dann in die Verlängerung gingen. Oder fandst du das nicht? Naja, ich habe jetzt eigentlich nur das Finale dann gesehen und da war ja Brasilien noch sehr, sehr intensiv auch. Ja, Brasilien kam damit sehr gut klar. Also mir ist es vor allen Dingen beim Spiel aufgefallen, Spanien gegen Italien, dass er dann in die Verlängerung ging, wo dann am Ende nicht mehr viel passiert ist, sagen wir es mal so. Ja. Es wird gerade erklärt, wie die Auslassung funktioniert. Der Generalsekretär der FIFA ist da gerade am Erzählen. Ich denke, das habe ich ja gerade schon mal angesprochen. Es wird erst ein Europäer gezogen aus Top 4, dann werden die Töpfe nach und nach abgearbeitet. Wobei ich als alter Auslosungsfuchs sagen muss, ich finde das Prozedere der UEFA da ein bisschen schöner, dass man die FIFA lost ja jetzt einfach nur, zieht eine Nation und die kommt dann automatisch in die Gruppe, die gerade dran ist. Also die losen von A bis H. Bei der UEFA werden ja noch die gibt es ja nochmal Kugeln für die Gruppen. Keine Ahnung. Ich merke schon. Ja, ich merke schon, das ist nicht dein Metier, aber du kannst nachher mitreden, wenn es die große Frage aufkommt, wer spielt gegen wen und welche Nationen wie stark sind. Ich hoffe, ich kann das was sagen. Knoddel 1234 findet es eine coole Idee und hat sich sehr über den Podcast heute gefreut. Danke, Knoddel. Oh, sag ich mal danke, immerhin warst du ja nicht dabei, also dürfte es ein Lob für mich sein und für Martin und Tim. Für Martin und Tim. Ich habe den Podcast noch nicht angehört danach, aber Martin meinte, Podcast ist sehr gut geworden, also ja, danke an Knoddel 1234. Ich freue mich. Werde so, es geht jetzt los. Geht's los? Ja. Okay. Du musst mich auf dem Laufenden halten. Ich chill dir hier. So, Spain World Champion in B1. Das werde ich gleich mal notieren. Das ist schon mal ein erster Schocker, weil natürlich Brasilien nachher als A1 im Achtelfinale trifft auf den zweiten von Gruppe B. Also das sieht schon mal nach sehr spannend auf jeden Fall aus. Das wird kein einfaches Achtelfinale für. Kolumbien Gruppe C Kopf. Gruppe C Kolumbien, gut. Da kann man nochmal zu sagen, ist die Gruppen mit Europäern als Gruppenkopf sind potenziell einfacher. Also es ist gut, wenn Deutschland gegenüber einer Gruppe gezogen wird, die auch einen europäischen Gruppenkopf hat.
Da haben wir jetzt zum Beispiel auch wieder zwei potenziell sehr schwere Gruppen, Kolumbien, Uruguay, wo dann was sehr Schweres rauskommen kann. Okay. Wie ist das bei Brasilien? Also da Gruppe A? Gruppe A, ja. Gezählt? Wie meinst du, wie werden die gezählt? Brasilien ist auf jeden Fall auch eine schwere Gruppe. Du meintest jetzt Gruppe C und D mit Kolumbien und Uruguay ist sehr schwer. Zählt das auch für Brasilien oder haben die irgendwie eine bestimmte Regel, dass sie keine Europäer bekommen können? Das ist halt die Sache, weil die haben alle die Wahrscheinlichkeit noch, dass sie den weiteren Europäer bekommen wollen. Ich hatte das ganz verpasst, dooferweise, weil ich ja die ganze Zeit am Reden war. Wer war denn der weitere Europäer? Wenn das jemand sagen könnte, wäre ich sehr froh. Jetzt ist Schweiz, Gruppe E. Schweiz, Gruppe E. Ja. Argentinien, Gruppe F. Ja, Deutschland ist wieder ganz hinten irgendwo. Bei einer der hinteren Gruppen. Du meintest, Gruppe H wäre gut für Deutschland? Vom Gruppe H wäre, ist eine sehr gute Gruppe zu bereisen, finde ich. Gruppe G. Das sind die Städte Salvador, Fortaleza, Recife. Das ist auch nicht die schlechteste Gruppe, würde ich sagen, weil die Städte sind auch alle nicht so nah voneinander weg. Da kann man im Norden das Quartier aufschlagen. Und in der Parallelgruppe landet dann Belgien. Also das ist auf jeden Fall, fängt schon mal gut an für die deutsche Mannschaft, wenn ich das so analysieren darf. Das heißt, die könnten schon mal Belgien als potenziellen Gegner im Achtelfinale haben, oder? Das ist wahr, ja. Das haben wir in Belgien zugelost bekommen, weil Belgien interessant ist auf jeden eine Mannschaft, Fall, ja, die sehr, sehr stark ist. Die könnten also eine gute Mannschaft auf Platz 2 verweisen oder eben als gute Mannschaft selbst auf Platz 2 landen, theoretisch. Ja, andererseits finde ich auch ein bisschen Belgien momentan overhyped. Diese gelten ja eigentlich nicht mehr als Geheimfavorit, fast schon als Favorit. Aber haben jetzt nicht den schönsten Stil, finde ich persönlich. Sind sehr physisch. Die haben auch Wilmots als Trainer. So. Ja, die spielen so, wie Wilmots früher als Spieler war. Ich sehe gerade hier, Benny Berger tweetet, erstes Spiel Deutschland 13 Uhr mittags in Salvador. Ja, das ist nicht die einfachste Aufgabe sicherlich, klimatisch. Ja. Aber wie gesagt, das Schöne ist halt, dass man drei Städte hat, die nicht so weit voneinander weg sind und wo ich jetzt auch mal behaupte, dass das Klima nicht von den drei Städten jetzt nicht komplett abweicht. Und wenn man dann weiterkommt, dann kann man auch tatsächlich dann wieder irgendwo in der Nähe weiterspielen. Also es ist gar nicht so schlimm. Es geht weiter mit der Auslosung. Okay. Oh, das ist ja ein echter Hammer. Italien landet bei Uruguay in der Gruppe. Und dann ist ja diese schöne Gruppe Italien, Uruguay und dann noch zum Beispiel Niederlande möglich, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Ich gucke immer bei den Kommentaren ein bisschen, ob ich Mist erzähle. Aber es kommentiert auch niemand. Nochmal bitte, was... Wie sieht es aus jetzt? Italien ist bei Uruguay gelandet. Ja. Jetzt kommen die Afrikaner, und die Südamerikaner, die zugelost werden. Das kann ja auch jeder sehen im Fernsehen. Ich glaube, wir hören uns gar nicht so viele zu. Da hören sehr viele bei der ARD oder bei Sky Sport News HD zu. Logischerweise. Ja. Chile landet bei Spanien in der Gruppe, das ist auch schon mal ein... Oh, das ist ja schön, da wird sich ja ein schönes Spiel geben, glaube ich. Da wir erinnern uns ja an das herrliche Spiel, wahrscheinlich eines der besten Spiele der letzten WM, Spanien gegen Chile. Du bist ja nicht so der Bielsa-Fan, muss man dazu sagen, aber war kein schlechtes Spiel damals. Ja, also von der generellen Ausrichtung mag ich den natürlich. Mhm. Ich finde halt, er wird taktisch ein bisschen überschätzt, so von seiner taktischen Kompetenz. Aber so philosophisch und wie er aufstellen lässt und generell spielen lässt, ist das schon nett. Kamerun landet jetzt bei... Jetzt haben wir ja mit Sampaoli einen ganz tollen Trainer. Kamerun landet bei Brasilien in der Gruppe. Ja. Ist nicht das schwerste Los, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe Kamerun gesehen, sie spielen nicht schlecht, aber auch ein bisschen unkompakt.
A4, also das Öffnungsspiel ist noch offen. Das Öffnungsspiel ist A1 gegen A2. Kamerun wird am, wenn ich das richtig sehe, am letzten Spieltag dann gegen Brasilien spielen, ja, in Brasilien. Ja. A1 gegen A2, A3, A4, oder? Genau. Ja, gut. Ist das in jeder Gruppe so? Also auch D1 gegen D2, D3, D4? Das ist in jeder Gruppe so, genau, das ist überall. Das heißt, Uruguay, Italien am letzten Spieltag. Und auch und Spanien, Chile am zweiten. Richtig, genau, hast du gut geschaut. Mal, ja, sind schon mal nette Spiele so. Und die Schweiz hat das Auftaktspiel gegen Ecuador. Okay. Die haben Ecuador bekommen. Ich sehe leider jetzt keine Kommentare mehr unter dem YouTube-Video, warum auch immer. Es tut mir leid, falls jetzt jemand da über Kommentare Fragen kriegt. Ansonsten, Gruppe G ist sehr schlecht. Alle Spiele im Schwül heißen Nordosten bei 27 Grad und mehr im Schatten und mindestens 80% Luftfeuchtigkeit. Schreibt Steffen Jumbo Jones. Pfeiffer kommentiert, dass man nach Salvador muss. Ja. Weißt du, das bemerkt hast? Zieht sich wohl. Aussage. Die Elfenbeinküste scheint zum ersten Mal in ihrer Geschichte, in ihrer WM-Geschichte ein bisschen Losglück zu haben. Kolumbien würde ich jetzt ist ein starker Gegner, aber ist nicht die schwerste Gruppe. Naja, kann da noch eine starke Mannschaft dazukommen, oder? Ja, also aus Europa auf jeden Fall. Nigeria landet bei Argentinien. Aus Europa, ne? Für Deutschland bleiben Algerien und Ghana. Ghana auf jeden Fall von diesen beiden Nationen das schwerere Los. Ich glaube, da muss man kein großer Fußballkenner für sein. Na, zu Algerien muss ich zugeben, kann ich absolut nichts sagen. Ich habe sie gesehen, standen ganz gut kompakt defensiv, wir hatten offensiv relativ wenig Ideen. Das ist das, was ich gesehen habe. Also Abwehrpressing eher... Wie schon vor 3 Jahren in Südafrika höre ich gerade Ghana wieder gegen Deutschland. Aber auch das ist jetzt nichts, was Deutschland nicht schlagen kann. Sehr schön. Wir haben eine Gruppe G mit Germany, Ghana. Wenn wir bei dem G weiterbleiben, was kommt dann noch? Ich weiß es gar nicht. Algerien landet in Gruppe H. Das ist natürlich dann auf jeden Fall, riecht es bis jetzt noch nicht nach einem harten Achtelfinale, sollte Deutschland weiterkommen. Belgien und Algerien sind bis jetzt in Gruppe H. Wobei ich bezweifle, dass Algerien der größte Konkurrent sein wird. Eben, genau. Aber gucken wir mal, was dann noch für andere 2 Teams reingezogen werden. Hast du, als du Algerien geguckt hast, hat Sudani gespielt? Weißt du das noch zufällig? Nee, die hatten ganz komische Aufstellung. Die hatten auch die ganzen Bundesliga-Legionäre nicht also nicht die ganzen, aber okay. Ich weiß gar nicht mehr das. Das war schon merkwürdig, was die gespielt haben. Den würdest du ganz gut finden, offensiv, glaube ich. Mhm. Es geht direkt weiter, die ziehen das heute aber durch. Schön. Ich dachte, da wird jetzt jemand tanzen. Ja, ich habe auch gedacht, dass sie zwischendurch dann wieder so irgendwelche Videos einblenden. Oh, Mexiko in Gruppe A. Oh. Ist Brasilien, Kamerun, Mexiko, das ist schon nicht schlecht. Eine passable Gruppe, ne? Aber das Eröffnungsspiel lässt immer noch auf sich warten. Wir werden auch noch gleich analysieren danach. Mittlerweile, wir gucken ja jetzt selber auch erstmal, welche Gruppen rauskommen. Ja. B und D könnte sich aber zu einer Todesgruppe entwickeln, oder? Bis jetzt ja. Sonst eigentlich nichts. Aber Gruppe B hat sie jetzt ein bisschen mit Australien. Haben die jetzt Australien bekommen? Ja, hat sich ein bisschen abgeschwächt. Da würde ich jetzt nicht unbedingt von todeslos Australien sprechen. Nö, ich hab noch nicht gesehen, dass Australien drin ist. Ich warte noch, dass sich der Ticker aktualisiert. Hast du Pelés Auftritt gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, muss ich sagen. Ich habe nur kurz im Hintergrund gesehen. Keine Pause, die machen das heute wirklich durch. Geht direkt weiter. Gruppe C bekommt Japan. Ja, das sieht doch nach einer
auf jeden Fall stärkemäßig gleichmäßigen Groll aus bisher, oder? Kolumbien, Elfenbeinküste, Japan. Ja, wobei, also Japan gegen Kolumbien, das könnte ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel werden, allein von den Typen her. Wie man beim Podcast gehört hat, was Martin über Kolumbien erzählt hat, die spielen sehr physisch, sehr laufintensiv und gegen die kleinen Japaner könnte das sehr, sehr chaotisch werden, oder? Ja, die spielen sehr technisch und auch, aber auch sehr tolle Kombinationen, haben wir jetzt gerade gegen Belgien und gegen Niederlande richtig gute Leistung gebracht. Zwei Freundschaftsspielen. Ja, die spielen tollen Fußball und gegen Kolumbien könnte das eben auch ganz besonders werden von der Struktur des Gegners. Ne? Ja. Costa Rica in Gruppe D, das ist Uruguay, Italien, Costa Rica. Ich glaube, da muss man kein Prophet sein, um zu sagen, wer da der Außenseiter ist. Ja, eindeutig Italien, also die bleiben mein Top-Favorit aufs Ausscheiden. Ich glaube, Jogi Löw wird sich freuen drüber, ne? Jogi Löw wird sich freuen drüber, ja. Weil er gesagt hat, er will die im Finale haben, oder nicht? Hat er das nicht gesagt letztes Mal, ARD? Das hat... Deutschland dann im Finale gerne hätte. Wir haben noch ein Lob bekommen von Jan Buchs, sagen wir auch, machen wir gerne, freut uns, dass das jemand ansieht. Und Michael Stotzer sagt, das tritt ein Fehler auf, wir wissen auch nicht so. Gute Frage, ich weiß nicht, was wir da machen können. Ich habe einfach nur den Link gepostet, den uns der Hangout hier ausspuckt. Das ist alles Google Hangout, wir sind da nicht für verantwortlich, muss ich sagen. Ja. Ich würde einfach mal sagen, aktualisieren vielleicht per Schelern, aber mir fällt jetzt auch nichts wirklich Kompetentes ein. Argentinien, Nigeria, ja. USA. Klingt auch interessant. Aber bis jetzt, es hängt viel von den Europäern ab, diese Wertung, ob es eine Todesgruppe oder eine einfache Gruppe wird. Also Frankreich, Portugal, Kroatien, England, Holland und Bosnien sind noch übrig, ne? Ja. Oh, und Südkorea. Südkorea kommt jetzt noch. Das kommt jetzt noch. Starke Mannschaft, muss man sagen. Südkorea oder die USA? Oh, ich hatte es falsch erzählt. Iran ist in der Gruppe mit Argentinien und Nigerien. Die USA sind in der Gruppe mit Deutschland. Deutschland, Ghana, USA. Die Geschichte zum Spiel Deutschland gegen USA erzählt sich, glaube ich, selber. Da wird, glaube ich, die taktische Analyse nicht gefragt sein. Da werden, glaube ich, alle über Löw gegen Klinsmann reden. Also. Aber auch erst zum Abschluss der Gruppe. Deutschland spielt als letztes gegen die USA. Ich finde es sehr mutig von dir, dass du Löw gegen Klinsmann als etwas bezeichnest, das keine Taktikanalyse benötigt. Sehr, nein, ich meinte, mutig. So war das nicht gemeint. Ich meinte nur, dass da bestimmt alle über dieses Duell reden werden. Das Taktikduell. Ich habe die Befürchtung, dass da leider die in der Vorberichterstattung die Taktik etwas untergeht. Ja. Ich bin sehr gespannt auf, was German Jones machen wird. Aber das ist bis jetzt alles noch nicht furchterregend für die deutsche Mannschaft. Oh, Belgien gegen Südkorea ist schön, oder? Ja, Südkorea habe ich jetzt gesehen. Die Schweiz, das ist auch ein 4-4-2 der ganz, ganz alten Sorte mit zwei Stürmern vorne. Und das ist auf jeden Fall, ich sehe da noch kein Achtelfinale, das wirklich furchterregend ist. Belgien, Algerien, Südkorea. Also. Aber da kommt noch ein Europäer hin, ne? Ein Beitrag für dich, thematisiert mal die Moderatorin, sagt Michael Wildhauser auf Twitter, das ist doch was für dich. Thematisiert mal bitte was? Die Moderatorin. Die Moderatorin? Ja. Kroatien? Wie heißt die? Ich google mal, dann kann ich... Ich kann so lange weiterreden. Kroatien vervollständigt die Gruppe Brasilien, Mexiko, Kamerun. Kroatien, das ist eine nette Gruppe, aber... Oh, das ist eine schöne Gruppe. Da werden ein paar Runde spielen, aber man kann schon, also wir werden da gleich nochmal alle Gruppen drüber reden, aber ich würde jetzt so aus dem Bauch heraus einfach mal sagen, Brasilien Favorit. Wie heißt die Kommentatorin? Ich weiß es nicht, die Frage wurde auf Twitter gestellt, ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Brasilien und Kroatien, damit auch Auftaktspiel. Ist das diese Fernanda Lima? Oh, die Niederlande landet in Gruppe B, dann haben wir... Da haben wir aber jetzt was. Spanien, Niederlande, Chile, Australien. Spanien gegen Niederlande gleich zum Auftakt. Da wird also eine tolle Mannschaft drauf. Gleich am ersten. Spanien, Niederlande, Chile. Gleich am zweiten Tag der WM.
um 16 Uhr in Salvador, wo es auch noch ziemlich heiß sein wird, werden wir das Spiel Spanien gegen Niederlande erleben. Also das ist ein Ding. Das wird auf jeden Fall auch spannend, weil es dann ein Achtelfinale geben wird, Brasilien gegen Spanien oder Niederlande oder Chile, wenn die sich überraschend qualifizieren. Das wird auf jeden Fall schön. Zur Kommentatorin wollte ich noch sagen, taktische Analyse, mangelnde Diagonalität der Augenbrauen, würde ich jetzt spontan anmerken. Kolumbien, Griechenland, Elfenbeinküste. Kolumbien, Griechenland, Elfenbeinküste, Japan. Ist jetzt eine schöne Gruppe, aber ist eher auch so die, man kann schon fast sagen, dass das etwas die Hipster-Gruppe ist. Ein bisschen, und das Schöne an der Gruppe ist, es sieht so aus, als ob Griechenland ausfallen könnte früh. Also ich bin jetzt nicht kein Anti-Griechenland-Fan, aber Kolumbien und Japan hätte ich schon gern im Achtelfinale gesehen, ja. Und ist gut möglich, denke ich. Ja. Ich bin der Elfenbeinküste-Fan, die würde ich auch ganz gerne. Also die zwei Mannschaften, ja. Ja. Keiner mag die Griechen. Oh, England, Uruguay. England landet in der Gruppe mit Uruguay, Costa Rica und Italien. Oi. Auch eine starke Gruppe. Oi, 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 oi. Wo auch wieder eine gute Mannschaft ausfliegen wird. Ja, England finde ich jetzt gar nicht so toll, muss ich sagen. Nein, aber die können sich noch entwickeln bis Sommer. Also Potenzial haben die ja von den Spielern selbst. Das Potenzial haben sie, ja. Aber wenn ich jetzt also in diesem Moment einen ausscheidenden in diese... Ja, gut, das stimmt. Italien ist auf jeden Fall für mich in dieser Gruppe bis jetzt Favorit. Ja. Es sind aber wieder die ganz großen Niederlande, England schon weg. Das sieht ganz gut aus für Deutschland bisher. Oh, also Kroatien hat das Eröffnungsspiel gegen Brasilien. Ja, gegen Brasilien. Da weiß ich schon, wer die Taktikanalyse machen wird. Frankreich ist auch weg, landet im Topf mit Schweiz, Ecuador, Honduras. Ja, das passt, ne? Das passt. Passt. Das ist schön. Interessant wäre Portugal zu Argentinien. Das wäre interessant und dann auch noch zu Nigeria. Hm? Wir haben noch Portugal, Russland und Bosnien-Herzegowina an der Verlosung. Wie gesagt, Cristiano gegen Messi gleich als erste, am ersten Spieltag. Das wäre was. Das wäre was. Können wir nur beten jetzt für? Bosnien-Herzegowina. Aber auch nicht schlecht. Weil die haben schon gegen Argentinien gespielt jetzt vor ein paar Wochen, ne? Ich weiß es gar nicht. Wie ist das ausgegangen, das Spiel? Ich meine mich zu erinnern können, dass die gegen die gespielt haben und verloren haben. Und zwar gegen Argentinien ohne Messi. Hm. Nicht nachdenken? Ja. Ist Deutschland schon? Deutschland kommt jetzt gleich. Jetzt kommt der Gegner Portugal oder Russland. Da hofft man auf Russland, oder? Ja, es sind aber jetzt beides auch nicht die furchterregendsten Gegner. Auch wahr, stimmt. Im Endeffekt. Im Endeffekt lief das sehr, sehr gut bisher. Portugal. Oh, doch, nochmal was. Das ist eine Gruppe. Ja. Portugal, Ghana, USA. 2-0 hat in Bosnien gewonnen. Hab jetzt recherchiert, das war am 18. November. Ja, ich wollte gerade sagen, Portugal ist in der Gruppe vielleicht auch besser als in der K.O.-Phase. Wenn man in der Gruppe gegen die verliert, kann man trotzdem weiterkommen. Wenn man in der K.O.-Phase von Cristiano ein Tor bekommt, ist halt ein bisschen doof. Ja. Nicht, dass der jetzt. Ich kann jetzt auch mal wieder meinen Kopf vom Fernseher wegdrehen und dir zuwenden. Wir können jetzt ein bisschen drüber labern. Fangen wir doch direkt bei der Deutschland-Gruppe an. Deutschland spielt zuerst gegen Portugal, dann das zweite Spiel gegen Ghana, dann das dritte gegen die USA. Ist immer die Frage, ist es gut, gleich mit dem vermeintlich schwersten Gegner aus der Gruppe anzufangen? Ich denke, es ist gut, wenn man besser ist als die drei Gegner in der Gruppe, das denke ich am besten. Ist Deutschland besser als die drei Gegner? Und man sollte es sein, wenn man sein Potenzial nutzt, also wobei Portugal, finde ich, potenziell sind die sehr, sehr gut. Ich finde die underperformen, aber das wird, glaube ich, über die schon seit 20 Jahren gesagt.
ja, wie gesagt, gegen die kann man durchaus mal verlieren. Ist vielleicht wirklich besser, dass man die in der Gruppe bekommen hat und nicht und dann im Achtelfinale vielleicht auf Russland trifft und nicht auf Portugal oder Belgien. Das stimmt. Ich kann auch sein, dass Belgien Zweiter wird oder Südkorea, man scheidet dann aus. Naja, das Interessante bei Portugal finde ich aber, dass sie bei Turnieren besser spielen als in Qualifikationen. Da haben wir die Qualifikation wieder relativ in Sand gesetzt, haben dann aber gute Playoff-Spiele gemacht. Wird spannend sein, ob sie wieder so defensiv auftreten wie bei der EM. Ja, mit so einer Ausrichtung mit Konterfußball ist schon passend für die eigentlich vom Spielermaterial. Ja, das stimmt. Ghana. Oder mit Moutinho und super Pass. Ja. Verlose auf der 6 sind wir ja sowieso, glaube ich, kollektiv ganz, ganz begeistert, oder? Ja. Vorneben Ronaldo, Nani, schon stark. Hugo Almeida ist auch nicht so schlecht. Kann man den richtig gut eingebucht. Ja. Ghana finde ich persönlich die stärkste afrikanische Mannschaft. Afrika ist aber eher das Steckenpferd von unserem Autor Tim, den ich versuche dazu zu holen. Aber es kann noch ein paar Minuten dauern. Ja. Du hast wahrscheinlich Ghana. Weißt du, weißt du, wie Ghana spielt? Spielen die so wie früher, also 2010, oder hat sich das geändert? Nee, die spielen eigentlich relativ klassisches 4-2-3-1, das defensiv zum 4-4-2 wird. Ich glaube, ich habe sie nur gegen Ägypten gesehen, da haben sie ganz klassische Mittel angewandt. Abkippende Sechs, einlaufende Flügelspieler, also das, was man unter Nationalmannschaften so der Standard ist. Oder was sagen wir so, was wir noch vor 2-3 Jahren alle gespielt haben. Okay. Tim fragt auf Facebook, wie das geht, dass er in den Hangout reinkommt. Also jetzt müsste dann der Afrika-Expert auch kommen, weil es er gar nicht gesehen hat. Ich hoffe es. Ich werde ihm schreiben. USA. Lassen wir dann eigentlich den Hangout hochgeladen oder? Ich glaube schon, ja. Den können die Leute sich danach noch angucken. Im Moment haben wir hier laut 53 Zuhörer. USA, kannst du dazu was sagen? Hallo, an alle 53. Muss dazu sagen, ich habe die gesehen gegen Bosnien, aber das ist schon über ein halbes Jahr her. Gegen Bosnien waren die schwach und haben aber mit einzelnen Spielern, in dem Spiel war es Altidore, haben die ziemlich viel Durchschlagskraft entwickeln können, aber ansonsten, die waren nicht ordentlich kompakt. Die hatten nichts Besonderes eigentlich, also nicht so, wovor man Angst haben müsste, aber es war auch schon ein halbes Jahr her. Die Frage, wie die jetzt sind. Aber gegen Bosnien damals, es war, ich glaube im August, waren sie sehr, sehr schwach, finde ich. Im Achtelfinale ist dann auch kein Gegner, der Angst macht. Würde ich jetzt mal behaupten. Belgien, Algerien, Russland, Südkorea. Ja. Belgien favorisiert. Sollte man hoffen, dass die einfach Erster werden in der Gruppe. Und Russland und Südkorea müsste man schlagen können. Wobei ich finde, du hast Südkorea ein bisschen unterschätzt. Also dieses auch langweiliges 4-4-2. Ja, wir hatten ja gesagt, ich habe es neulich gesehen, war ein relativ 4-4-2iges 4-4-2. Aber auch gar nicht, also war jetzt gar nicht sonderlich schlimm. Also die haben ja auch gute Spieler. Knoddel 1234 hat eine Frage, auf die ich aber noch zurückkommen würde gleich. Da kann man auch, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Belgien, habt ihr schon erwähnt, eine sehr physische Mannschaft, die aber damit auch sehr erfolgreich ist, weil sie sehr tolle Individualspieler haben und weil sie die auch einsetzen können und weil sie defensiv gut stehen. Okay. Ja. Ansonsten die Hammergruppen sicherlich die Gruppe B. Spanien gegen Niederlande gleich zum Auftakt. Da haben wir ein schönes Spiel. Wird dann auch einfach ein Spiel mit zwei Ballbesitzmannschaften endlich mal wieder seit langer Zeit. Mit
Naja, im Endeffekt sogar mit drei Ballbesitzmannschaften bist du, oder? Chile meinst du noch? Ja, also St. Pauli bei Universidad, die hatten sehr, sehr viel Ball, also sehr viel Ballbesitz, bieten einfach, aber haben das durch sehr, sehr aggressives und chaotisches Pressing gemacht. Bei Chile ist das nicht mehr so chaotisch und unstrukturiert, sondern eher ein bisschen normal, aber auch sehr aggressiv. Und die haben gegen England, haben die tollen Fußball gespielt, also. Das stimmt, 2-0 Sieg gegen England. Und auch wirklich Ball zirkulieren lassen auf allerhöchstem Niveau. Ich glaube, ich verlinke da, falls ich das Video finde, wo die einfach 2 Minuten lang im Ballbesitz waren. Das könnte man eventuell auf unserem Facebook-Account verlinken, falls das die 53 Zuhörer interessiert. Das ist keine schlechte Idee, ja. Ja, und dann eben Niederlande, Spanien, Chile, die sind alle ein bisschen drei unterschiedliche Varianten, wie sie den Ballbesitz bekommen und wie sie ihn behaupten. Das finde ich schon sehr interessant. Also, das freue ich mich. Das stimmt. Die Spanier eher mit so einem trägen Ballbesitz, wird ja oft gerne träge genannt. Die, ich sag's mal, relativ risikofrei das Runterspielen, aber auch den Ball sehr gut zirkulieren lassen. Du hattest einen schönen Begriff für den spanischen Ballbesitz, den ich jetzt gerade nicht parat habe. Tiquinacho? Tiquinacho, genau. Ja. Ein bisschen hat das schon was von Tiquinacho. Ist das in dem Artikel, der jetzt ins nächste Heft kommt? Schon, ne? Genau, das ist in dem Artikel aus dem neuesten Ball-Nahheft, das wir diesen Monat noch an den Start bringen wollen. Im Idealfall noch knapp vor Weihnachten, würde ich mal sagen. Ja. Dazu aber nochmal zur Gruppe B. Ich würde sagen, Chile hat auch gar keine so schlechte Ausgangsposition, wenn sie das erste Spiel gegen Australien gewinnen. Haben Spanien und Niederlande auf jeden Fall schon Punkte gelassen. Dann können sie, glaube ich, ganz gut ins zweite Spiel reingehen, das sie dann gegen Spanien haben. Ja. Ja. Vielleicht scheidet Spanien ja einfach schon in der Gruppenphase aus. Das wäre ein schönes Ende einer Ära eigentlich fast schon. Ja, Italien scheidet dann auch aus gegen England und Uruguay und Deutschland scheidet dann im Finale aus gegen Argentinien, nachdem man sich gefreut hat, es gibt keine Gegner mehr. Ja, das wäre es ja. Auf jeden Fall sehr interessant, also ich finde es ziemlich interessant, dass Italien und Spanien in zwei solchen Gruppen sind. Scheint zumindest nach einer Sensation. Kann ich ja jetzt keinen, aber es könnte es vielleicht sein. Gruppe D mit Uruguay, England, Italien und Costa Rica. Da ist wieder ein Joker drin mit Costa Rica. England, Italien gleich zum Auftakt. Spielen dann, ich gucke es kurz nach, D3 gegen D4 in Manaus. Oh, direkt im Dschungel. Das ist auch nicht die einfachsten Bedingungen. Das ist direkt im Amazonas. Also, das wird hart, aber erst abends, 21 Uhr. Also schwächt es wieder ein bisschen ab. England, ich habe hier die Frage gesehen von Knoddel1234, die Meinung im Podcast war eher gespalten über England. Er interessiert sich, wie ich die Mannschaft einschätze. Ich muss dazu nochmal kurz, ich habe das Segment des Podcasts noch nicht gehört, was habt ihr über die Mannschaft gesagt? Ja. Was ihr im Podcast über England gesagt habt? Ich weiß nicht mehr, ich habe keine Ahnung. Soweit ich mich erinnern kann, haben wir gesagt, dass die langweilig spielen, sich aber vergleichsweise gut entwickeln, also weg von diesem sehr defensiven, passiven Spiel, das sie bei der EM gezeigt haben und eben sehr, sehr viel Potenzial von den Spielern her haben. Ich stimme dazu, aber ich glaube nicht, dass Roy Hodgson das jetzt unbedingt umreißen kann. Ich finde, ich bin ja ein Mensch, der dem englischen Fußball eher kritisch sowieso gegenübersteht, der auch glaubt, dass jetzt dieses Pressing, was auf der Vereinsebene ja der Trend schlechthin ist, dass das auch bei der WM jetzt ankommen wird nächstes Jahr und dass das auf jeden Fall die WM von einem Team gewonnen wird, das ein gutes Pressing spielt. Und ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass England das hinbekommt. Allein schon, weil die Abwehrspieler leider nicht schnell genug sind und sie immer deswegen tiefer stehen müssen. Vielleicht spielen ja Smalling und Jones Innenverteidiger. Das wäre schön. Hat Jones aber schon mal Innenverteidiger gespielt in der Nationalmannschaft? Nationalmannschaft, keine Ahnung, aber im Verein schon, ja. Wird schwierig auf jeden Fall. Ja,
weil du es ansprichst, Pressing als entscheidendes taktisches Mittel bei der WM. Eventuell wird es sehr heiß, sehr anstrengend. Vielleicht wird das Pressing dann ab dem Viertelfinale zum Selbstmörder. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke, die werden gut vorbereitet sein, aber theoretisch wäre es ja durchaus eine Möglichkeit, dass dann England mit so einer Mischung aus Kompaktheit und Passivität im Pressing vielleicht sogar ganz gut aussieht, oder? Das habe ich mir jetzt auch gerade noch überlegt, dass wir dann diesen Chelsea-Effekt haben, nur also aufs Wetter bezogen hauptsächlich. das kann gut sein. Ich glaube aber, dass auch der Confed Cup, ich habe es ja vorhin gesagt, ich war ein bisschen überrascht, wie stark die Teams körperlich abgebaut haben in der letzten Viertelstunde und auch noch in der Nachspielzeit. Die da natürlich, dass die alle Teams 4 Wochen vorher hinfahren, sich darauf einstellen und sowas. Also. Das ist halt die Frage, wie sehr kann man sich darauf einstellen? Wie effektiv, ne? Das da hat man dann auch noch ein bisschen mehr Belastung von den Spielen her, würde ich sagen. Und auch von der Zeit her, oder? Auch ein Spiel mehr einfach. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht. Bei einem Confed Cup ist man auch sicher nicht die ganze Zeit volle Pulle gegangen. Nee, man hat ja auch immer oft das Gefühl bei diesem Confed Cup, dass irgendwie manche Teams gar nicht da sein wollen. Ja. Außer Tahiti. Die wollten unbedingt da sein. Es war auch total schön zu sehen. Stimmt, ja, die haben sich reingehängt. In other news haben wir ein paar Gruppen, die die jetzt auf den ersten Blick nicht so spannend aussehen. Ja, wobei die erste Gruppe, Gruppe A, ist schon mal was. Brasilien, Kroatien, Mexiko, Kamerun. Brasilien, eine sehr starke Mannschaft. Ja, stimmt. Einfach mal in den Raum geworfen. Mexiko, eine gute Mannschaft, ja. Mexiko war ich immer fasziniert von den letzten Jahren, weil die im Jugendfußball so durchmarschiert sind. Die haben auch ein ganz starres 4-4-2-System, was sie wirklich von der A-Nationalmannschaft bis runtergehen mit einem Mittelfeldpressing, das in guten Zeiten an dieses Hannover 96-Ding mit den schnellen Kontern erinnert. Haben jetzt in der Qualifikation aber nicht so geil gespielt. Hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass sie gegen Teams gespielt haben, die ihnen individuell unterlegen waren und dass sie mit dem Ballbesitz noch nicht so stark sind. In dem Sinne kommt eine Gruppe mit Brasilien und vielleicht auch Kroatien ihnen nicht unbedingt ungelegen. Wie passen die zu Kamerun? Kamerun ist eine schwierige Frage. Ich habe ja erwartet, dass Volker Finke sehr ballbesitzorientiert spielt, war jetzt in der Qualifikation gar nicht so. Aber man hat schon viele Finke-Elemente erkannt. Also die spielen schon mit vorne mit 4 Spielern, die sehr fluid die Positionen wechseln, auch mit einem 4-4-2-Pressing. Vielleicht wendet sich das noch bis zum Sommer. Vielleicht spielt er damit falscher Sechs oder keine Ahnung mehr. Ja. Das kann sein. Gruppe C, Kolumbien, Griechenland, Elfenbeinküste, Japan, hatten wir schon so gesagt. Du warst froh, dass Griechenland wahrscheinlich in der Vorrunde rausfliegen wird. Ich war froh, dass Kolumbien, Elfenbeinküste, Japan, dass 2 der 3 Teams weiterkommen könnten mit einer realistischen Chance. Auch wieder mit der Hoffnung auf ein potenziell geiles Achtelfinale Kolumbien gegen Italien oder Japan gegen Italien. Ja, das wär cool. Ne? Kolumbien gegen Uruguay. Oh. Aber ansonsten möchtest du noch was zu der Gruppe beitragen? Japan, Italien und Kolumbien, Uruguay, Kolumbien, England wären, glaube ich, ziemlich coole Spiele im Achtelfinale. Kolumbien, England, weil? Ja. Könnte ich mir cool vorstellen. Wie gesagt, Kolumbien habe ich von Martin gehört, wie die spielen, dass er gesagt hat im Podcast, so Laufdeckung, wo die alle ganz verrückt Löcher zuschließen, die sie zuvor aufgemacht haben oder während es aufgemacht hat halt. Und gegen England wäre das doch total verrückt, oder? Die Engländer sind zwar individuell sehr gut, aber es ist nicht die pressing-assistenteste Mannschaft aller Zeiten. Das stimmt, ja. Das stimmt. Das klingt dann auch nach Überraschung auf jeden Fall. Das wäre interessant.
Japan, Italien hatten wir beim Confed-Cup schon gesehen, oder? Das stimmt, aber Italien hat das, glaube ich, auch gewonnen am Ende, oder? War ein Ja, aber geiles anscheinend Spiel. war doch Japan einfach viel besser. Also, das Spiel habe ich leider nicht sehen können, aber soweit ich sie in Erinnerung habe von den anderen, fand die Japan viel besser und Italien hat irgendwie gewonnen. So. Ja. Gruppe E, Schweiz, Ecuador, Frankreich, Honduras. Ist jetzt auch wieder so eine Gruppe, was soll man dazu sagen? Die Schweiz mit einem 4-2-3-1, das auch nicht der spannendsten Sorte gehört, aber haben gute Einzelspieler. Frankreich, die in der Qualifikation mit einer ganz schlechten Staffelung aufgefallen sind. Da war das teilweise so, dass 4 Spieler hinten, keiner im Mittelfeld und dann 6 Spieler vorne war. Aber Das gegen. ist aber je nicht mehr bei denen. Mit dem sind sie doch immer sofort irgendwie viel strukturierter gewesen, oder? Hat dann nicht mitgespielt, öfter mal, stimmt, ja. Immer wenn der eingewechselt wurde, glaube ich, waren die dann ziemlich gut, soweit ich das mitbekommen habe in den Szenen. Ja. Also denkst du, bei ihnen ist das größte Problem auf der 6 und auf dem Übergang nach vorne und dann Das im stimmt, Umschalten ja. einfach, oder? Ja, ich fand das auch immer, wenn Nasri gespielt hat, der hat sich dann immer sehr weit fallen lassen und dann gab es vorne überhaupt keine Synergien mehr. Ja. Ecuador, dazu kann ich gar nichts sagen. Kannst du was zu Ecuador sagen? Weder Ecuador noch Honduras, leider. Leider. Wobei, wenn wir planen ja eventuell ein Heft zur WM zu machen. Was heißt eventuell? Oder wir planen ziemlich sicher ein ganz tolles, riesiges Heft zur WM zu machen. Und da werden wir uns natürlich, da werden wir die Mannschaften aufteilen, das werden wir vielleicht heute schon machen. Und dann können wir dann ein halbes Jahr in Recherchezwecke aufwenden. Oder ein bisschen weniger als ein halbes Jahr. Das stimmt. Also dann wissen wir auch mehr, falls wir jetzt enttäuschen, unsere Genau. 53 Zuhörer. Gruppe F, Argentinien, Bosnien-Herzegowina, Iran und Nigeria. Du bist ja einer, der die iranischen Spieler sehr schätzt. Ja, also ich bin ein riesiger Iran-Fan. Nee. Wie kommst du darauf? Du hattest mal über 2, 3 Spieler sehr positiv geredet vom Iran. Ah, war das das eine Spiel, das ich mir mal angesehen habe, wo ich gesagt habe, dass die in der iranischen Liga ziemlich gut gepresst haben am Anfang? Das kann sein, ich weiß es nicht. Es war irgendein totaler Nerdkram auf jeden Fall. Okay, ja, ich glaube, ich weiß das. Ja, die haben, ich finde, Davari, den Torwart von Braunschweig, finde ich eigentlich ganz gut. Wobei ich nicht weiß, ob der Stammtorwart ist oder ob das Ahmadi ist oder sonst wer. Ja, der Raga, sonst sind, glaube ich, hierzulande ist da kaum jemand bekannt. Also soweit ich weiß, müssten der Raga auf rechts und der Bari Stamm sein. Keine Ahnung. Ist schwer zu sagen. Das ist auch auf jeden Fall wieder eine Mannschaft, wo wir eindeutig recherchieren müssen. Die haben aber Queiroz als Trainer, der konzentriert sich ja sehr auf Gruppenabläufe und Flexibilität im Offensivspiel. Das wird interessant zu sehen. Ja. Argentinien sicherlich in der Gruppe der Favorit, da haben sich auch gruppentaktisch sehr weit entwickelt seit der letzten WM. Ja, und seit Sabella im Endeffekt, ja. Ja. Sind sehr viel stärker geworden. Also sind auch bei uns, glaube ich, einer der Top-Favoriten intern. Ja. Bosnien ist aber auch eine gute Mannschaft. Bosnien ist gut. Taktisch sind die ein bisschen wirr und inflexibel, instabil auch. Die spielen so ein 4-2-3-1. Wo Ibiza jetzt als Rechtsaußen einfach nicht als Rechtsaußen spielt, sondern als Mittelstürmer. Das sieht dann ein bisschen lustig aus. Auf der 10 haben die Misimovic, der jetzt nicht der präsenteste Spieler aller Zeiten ist und defensiv schon gar nicht. Aber im Endeffekt sind die gut. Die haben auch Metajovic, einen sehr guten Spieler auf der Bank, der noch besser werden könnte. Kolašinac wird ja jetzt wahrscheinlich für Bosnien auflaufen, also er hat, soweit ich weiß, jetzt die Erlaubnis dafür bekommen, hat sich auch dafür entschieden, dass er es tun wird.
Salihovic, dann haben sie Lulic, die haben Pjanic ist sowieso ein ganz toller Fußballer. Also die könnten durchaus Argentinien ein bisschen ärgern und Zweiter werden in der Gruppe, würde ich sagen. Also Nigeria kann ich nicht sagen, Iran hat ein paar gute Spieler, auch Nekunam auf der 6 ist ein interessanter Fußballer, aber dass die jetzt wirklich Bosnien gefährlich werden könnten, glaube ich im Normalfall nicht. Also ich rechne denen gegen Nigeria durchaus gute Chancen aus, also dass die Zweite werden in der Gruppe. Ja, ich würde da sogar noch weitergehen und sagen, Schweiz, Frankreich, Ecuador sind im Achtelfinale auch nicht unerreichbar für Bosnien. Naja, im Normalfall sollte der Gegner ja Frankreich sein und das dürfte dann schon schwer werden. Wobei, du recht hast, unerreichbar sind sie keineswegs. Sind wir jetzt mit den Gruppen durch? Ich kann nochmal hier diese Gedankenspiele kurz durchspielen, was dann noch kommen könnte. Deutschland hat auf jeden Fall nicht das, auch im leiteren Turnierverlauf, nicht das Schwerste losgezogen, wenn sie die Gruppe gewinnen. Dann geht es nachher im Viertelfinale höchstwahrscheinlich gegen den Sieger von Gruppe 1 oder Gruppe oder den zweiten von Gruppe F, was jetzt wieder Frankreich oder Bosnien dann wären wahrscheinlich, ist nicht das schwerste Los. Dann wären wir schon im Halbfinale, ne? Dann wären wir schon im Halbfinale. Also ja, der hat hier, ja. Und im Halbfinale käme dann, das muss ich nochmal selber gucken. Kommt dann jemand aus der anderen Hälfte oder kommt dann Argentinien einfach? Das ist dann, die Hälften werden dann gemischt. Also es kann dann schon. Dann genau, aber es ist. Ja, dann kann ja irgendwer sein, oder nicht? Es ist unwahrscheinlich, dass also der Sieger von Gruppe B wäre dann nicht drin, der Sieger von Gruppe D wäre nicht drin, also Italien wäre, wenn sie die Gruppe D gewinnen, nicht drin. Der Sieger von Gruppe F, Argentinien, wäre auch bis zum Finale nicht drin und ja. Also Brasilien könnte es theoretisch sein oder Kolumbien, Japan, aber nicht Spanien, Argentinien, Italien. Ich gucke kurz, das wäre dann hier. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nein, du hast es ganz richtig verstanden. Das ist genauso, wie du es gesagt hast. Also es könnte Brasilien im Halbfinale zum Beispiel kommen. Das wäre aber quasi eigentlich fast schon die schwerste Möglichkeit, oder? Ja, der erste der Gruppe C wäre noch, ja, das ist ja auch nicht so die schwere. Nicht schwer, aber auf dem Papier. Nee, das stimmt. Brasilien wäre fast schon die schwerste Möglichkeit im Halbfinale. Also sollte Deutschland die Gruppe gewinnen, das ist ja jetzt auch wieder alles sehr theoretisch und was könnte dann passieren? Es kann ja auch sein, dass Deutschland nur Zweiter in der Gruppe wird, dann sieht es wieder ganz anders aus, dann sind plötzlich wieder ganz andere Teams drin. Oder zum Beispiel, dass Italien in der Gruppe nur Zweiter wird. Ist ja alles möglich. Ja. Genau. Wir haben es leider nicht mehr geschafft, den Herrn Tim Rieke dazu zu schalten. Der ist verloren gegangen leider bei dieser ganzen Google Plus Geschichte. Möchtest du noch irgendwas auf jeden Fall loswerden? Naja, wir haben ja den Podcast dazu. Genau. Wenn die 53 Zuhörer die noch nicht gehört haben, dann würde ich ihnen den empfehlen. Wir haben da eigentlich sehr viele Mannschaften besprochen. Belgien haben wir nicht besprochen, weil irgendwie weiß eh jeder, du hast ja schön gesagt am Anfang, die sind eigentlich nicht mehr geheimfavorit, sind einfach favorit. Werden ein bisschen vielleicht sogar überschätzt statt unterschätzt. Hat sich ein bisschen ins Gegenteil gedreht in den letzten 2 Jahren, aber wir sind eine sehr interessante Mannschaft, ja. Und sonst, schwer zu sagen. Ich freue mich auf Gruppe B, freue mich auf das Eröffnungsspiel. Gruppe D ist super. Generell wollte ich auch Messi gerne sehen und Deutschland spiele. Und eben auch Gruppe H mit Belgien und Südkorea finde ich auch interessant. Ja. Das dürften meine Highlights sein bei der WM. Ja, ich kriege ja nochmal gerade eine Frage von OM, von Twitter. Der hat die Frage gestellt, Spanien, Italien, Argentinien bei eigenem und deutschem Gruppensieg erst im Finale möglich. Wenn ich mir das hier richtig, den Spielplan ausgedruckt habe, dann ist das tatsächlich so. Spanien wäre erster Gruppe B, würde in dem zweiten Halbfinale landen, Deutschland würde im ersten Halbfinale landen. Dasselbe gilt auch für Italien, Gruppe D-Sieger würden auch im zweiten Halbfinale landen, Deutschland würde im ersten Halbfinale landen. Ja,
Also wäre es möglich, dass im Halbfinale Deutschland Brasilien spielt und im anderen Halbfinale Spanien gegen Argentinien? Genau, das wäre. Diese Frage wurde mir vom PF gestellt. Genau, das ist die, also wenn man jetzt so einen Favoritentipp machen würde, das wäre der Favoritentipp dann wahrscheinlich. Deutschland, Brasilien, Spanien, Argentinien. Auf die Halbfinale. Wobei okay. Spanien, Argentinien muss ich kurz gucken. Spanien wäre hier. Ja, Spanien, Argentinien. Ja, gut, dann haben wir auch eine weitere Frage beantwortet. Und es wäre auch ein schönes Finale, Deutschland, Argentinien auf brasilianischem Boden. Uiuiui. Uiuiui. Wie gesagt, also mein Tipp ist ja nach wie vor, dass Argentinien der Top-Favorit ist. Also mal sehen, was, wie das dann am Ende aussieht. Mein Tipp ist nicht... Dein Tipp ist wahrscheinlich Deutschland. Oder Brasilien. Mein Tipp ist Brasilien tatsächlich. Dachte ich mir schon. Das ist der langweilige Tipp, aber die haben mich beim Combat Cup überzeugt. Gut, dann bedanken wir uns herzlich bei allen Zuhörern. Und die 60 Zuhörer, die unser Gelaber angehört haben. Wir werden gucken. Ich hoffe, das Ding ist gleich auf YouTube verfügbar, dann kann man es auch nochmal nachhören. Herzlichen Dank. Und jetzt kommt. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt haben wir alles durchgelabert. Er sollte das auch kommen und die westlichen Mannschaften noch durchlabern, die wir nicht wissen. Ja, das war Iran dann im Endeffekt. Iran und Ecuador. Ja, und wir sollen noch anmerken, dass Chile Spanien heuer im Herbst ziemlich dominiert hat. Den haben wir gesehen. Auch gut zu wissen. Genau, du musst das Video jetzt gleich noch posten bei uns, das wir versprochen haben. Ah, danke, dass du mich erinnerst. Ich hätte es auf jeden Fall vergessen. Ich gucke, ob ich es finde. Gut, ich mache jetzt aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Auf Wiederhören. Tschüss.